Testspiel in Doha in Katar, der FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam. Die Schalker ja im Trainingslager seit Mitte der Woche. Ein ernstzunehmender Test gegen Ajax Amsterdam, das momentan in der Europa League spielt. Die Schalker mit den ersten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Schalke 04 vor allem immer wieder über Tranquilo Barnetta gefährlich, der mit seinem Abschluss hier in der 23. Spielminute. Die Holländer ihrerseits in der Champions League an Barcelona und Paris Saint-Germain gescheitert. 29. Minute, da kommt Schöne, der Däne, und das ist Fabian Giefer, Torwart bei Schalke 04. Ganz einfach deswegen, weil Fährmann mit einer Kreuzbandzerrung abreisen musste. Weitere Sorgen also für Roberto Di Matteo, den Schalker Trainer. Die zweite Halbzeit, Schalke wechselte komplett die Mannschaft. 53. Spielminute. Das ist Sam mit der Gelegenheit, der ja immer Spaß hat an Testspielen. So war es auch bei dieser Partie. Dann wieder die Holländer. Holländer, die sich lange zurückhielten in diesem zweiten Durchgang. Jetzt kommt aber Milik, einst in Leverkusen und Augsburg. Und er erzielt in Minute 65 die Führung, aus der kurzen Distanz gar nichts zu machen. Letztendlich für Fabian Giefer, auch wenn es seine Ecke war. Dann ein böser Schnitzer in der Nachspielzeit. Noch einmal Ajax Amsterdam. Und da ist es, das 2:0. El Ghazi, der Torschütze, am Ende also eine bittere Niederlage für die Schalker, die durchaus Ansätze zeigten. Und auch Fabian Giefer als Vertreter des Fährmann zeigte eine insgesamt gute Partie.